Ach ja, Leute, es ist wunderschön, hier in meinem Büro zu sitzen und einfach die wundervollen Bilder hier an der Seite der Wand hier zu betrachten. Und damit willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo hier auf meinem Kanal. Nämlich, ich habe heute wieder richtig viel zu zeigen. Zum einen habe ich hier jetzt so eine Art Mitarbeiter-Dings hier. So eine Art Mitarbeiterzimmer, da seht ihr noch nicht eingerichtet. Und ich finde einfach das Gras hier, das runterhängt, so cool. Und genau, hier kommen nicht irgendwelche Mitarbeiter noch rein. Wer die Folge nicht gesehen hat, waren wir, Dings, ja, war so ein Meteor. Ist da vorne abgestürzt nämlich. Aber man sieht den hier. Da vorne irgendwo, warte, ich kann mal hier schnell aufs Dach gehen. Aufs Dach, Dach. Und wo ist mein, Hängleiter? Ich weiß nicht. Ich muss den Dings hier eins weiter runterrufen. Genau, eins weiter runter. Au, warum ich auch immer Damage gerade gekriegt habe. Ich glaube, ich habe den nämlich wahrscheinlich nach der Folge haben wir nicht mit mir zurückgings. Ich hab den irgendwo in die Chests reingeben, oder? Haben wir ich? Ich denke schon, oder? Wo ist er? Hier ist er, okay. Nice, dann habe ich ja den Hängleiter. Und, genau, nämlich irgendwo da vorne oder so. Genau, da ist nämlich der Meteorit Folge abgestürzt. Und, hier hat er immer noch die Wand getroffen. Muss ich noch verbessern hier. Oh, ich bin runtergefallen. Genau. Nämlich, wollte ich jetzt heute eigentlich noch was zeigen. Und jetzt bin ich ja da runtergeflogen. Auf jeden Fall, also ich kann hier auch gleich runtergehen, weil ich habe das unten auch noch nicht gezeigt. Nämlich, habe ich hier, Dings hier, Türen gebaut. Habe so eine Art Rezeption hier gebaut, mehr oder weniger, um hier jetzt so sitzen kann. Hier ist schon irgendein Vieh. Und ich muss unbedingt auch demnächst hier, Schilder machen. Weiß ich, der erste Stock ist, glaube ich, normal hier. Ich mache das, glaube ich, offscreen, weil es ist, glaube ich, zu langweilig hier, wenn ihr das, das seht und dass ich, wenn ich das im Video mache. Und, genau, heute Folge wollte ich eigentlich hier, warte, fünfter Stock, wollte ich eigentlich hier, nämlich habe ich was richtig Cooles zum Aufhängen am Spawn. Nämlich habe ich zum einen hier, so eine Art Geschäftsangebot, weil ich will ja mein Geschäftsbusiness hier, auf den nächsten Level bringen, versteht ihr? Also hier, Geschäftsangebote. Also, also ein Punkt ist Verhandlung, also man kann zum Beispiel entweder mit mir verhandeln, oder einen gemeinsamen Troll mit irgendwas machen, und mir fällt gerade auch gemeinsamer Troll. Und so. Und how to do. Okay, man muss, wenn man hier mit mir ein Business aufmachen will, also ein Business machen will, muss man einen Brief mit Angebot und Datum in den Briefkasten legen, in meinen. Warte, ich kann gleich schreiben, in meinen Briefkasten legen. Dann kann ich es so machen. In meinen Briefkasten legen. Zweitens, check ein paar Tage danach deinen Briefkasten. Weil ich schaue halt immer in meinen Briefkasten. Und wenn ich einen Brief erhalte von irgendwem, der das praktisch will, weil ich habe nicht dazu geschrieben, Datum, Angebot und Datum, also wann ich circa, wann der circa das machen will und dass ich halt Bescheid weiß, weil man kann nicht irgendwie Termine ohne Datum festzulegen machen. Und genau, was habe ich noch geschrieben? Und ein Angebot, das war's, Verhandlung und was ich mir verhandeln will, dir ist gegen Saphire. Und dann haben wir in der Folge nämlich Saphire hier gefunden, drei, oder? Ups, so. Nämlich kann man in Saphire richtig OP-Sachen machen, gell? Ein Helm. Ja, warte mal. Ich glaube, man braucht mehr Saphire. 12 Attack Damage, das kann ich schon machen, glaube ich, eigentlich, oder? Saphire Dimmer, Dings. Aber ich bin doch zufrieden hier mit meinem Zerschnitzer, yo, mei. Und, genau. Heutige Folge wollte ich jetzt eigentlich dingsen. Davor wollte ich noch ein Architektur-Dings machen. Architektur-Tabel. Oh, was kostet denn das? Lush-Dings. Okay, das kann ich ja eigentlich gleich machen, oder? So. So, bam, 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 bam. Jetzt habe ich das. Was brauche ich noch? Iron Dings. Ich brauche Eisen. Ich habe genug Eisen. Also vorerst. So, bam, 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 bam. Und bam. So, was brauche ich noch? Zwei Sticks und zwei Eisen. Und eine Pressure-Platte. So. Das heißt, bam. Und so. Und so. Und was brauche ich noch? Und ich brauche Sticks. Das heißt, muss ich alles rausnehmen. So. So. Dann so könnte es eigentlich, oder? Ist hier oben noch? Hier oben noch Eisen eigentlich, oder? Nice, wir haben es, okay. Quest complete, alles klar. Aber ich muss auch hier nämlich einen Ofen und einen... Aber ich habe schon einen Ofen und einen Anvil, gell? Aber hat das nicht detektiert? Ich glaube, ich muss nochmal einen Ofen machen, oder? Kann das sein? Ein Ofen? Nee, es will nicht. Okay, dann claim ich das einfach mal. Alles klar, jetzt habe ich einen Ofen und einen Ofen. Und ich habe gesagt, ich darf keine Sachen in den Fluss hier reinhauen. Deswegen lasse ich es mal hier mit dem Fluss rein, oder? Also verbreche ich es lieber oder so.
Alrighty, genau. Den Ofen, keine Ahnung, stelle ich mal hier runter. Wer die vorige Folge noch nicht gesehen hat, ja, habe ich den ganzen Ding gezeigt, den ganzen Apartment. So, checkt unbedingt vorige Folge aus für das ganze Apartment zu sehen. Jo, meh. So, wo stellen wir den Architekturtisch hin? Ich könnte mal. Okay, ich lasse es mal hier lieber. Den Dings. Ich kann den hier stehen hinstellen, das ist ein bisschen symmetrisch. Lol, wie cool er aussieht, gell? Lol. Okay, kann man solche Schrägen machen, oder? Habe ich noch Marble irgendwo? Irgendwo hatte ich noch Marble, glaube ich. Egal, genau, wir haben jetzt eine Quest, eine Axtbox bekommen. Wir könnten eigentlich jetzt, Shift. Radiant Axe, Radiant Axe. Oh, Monster Axe, okay, Monster Axe, ja, nicht gut, nicht so gut. Da hatte ich irgendwas rausgenommen. Nee, glaube nicht. Ich glaube, das war nur eine Spitzhacke, die ich rausgenommen habe. Genau. So, ich weiß immer noch, wie viel Lackbogen hier bin. Genau, haben wir jetzt schon ein Dings, ein Skill über 15? Genau, haben wir. Das heißt, wir können den Ring schon benutzen, eigentlich, oder? So, Ring. Irgendwo hier haben wir benutzen können. War das hier? Ich denke schon, oder? Baubles? Spore Crystal Ring. Ignore Skills below Things. Habe ich nirgendwo reingegeben? Also, nee, ich habe den immer noch hier. Ah, hier kann ich den. Aber hier ist es in Things. Und muss ich den hier so reingeben? Hier gab es doch irgendwo, wo man den reingeben kann, oder? Muss doch irgendwas geben, was man hier reingehen kann. Warum? Maus, da sind Hover, any slower. Nochmal, Dings. Kann ich hier irgendwie. Ich kann es nirgendwo reingeben. Ich verstehe das nicht. Falls ihr das irgendwie versteht hier mit den Ringe. Ich gehe schon hier in die Chest rein. So. Clay Bomb. Spills Fire when thrown. Bottled Fairy. Automatically prevents death by healing 5. Also wenn ich sterbe und das hab, macht das Auto, krieg ich automatisch Dings. Hier ein paar Herzen und ich verstehe nicht. Ah, nee, ich habe das rausgenommen. Deswegen habe ich gerade keine Dings. Deswegen habe ich gerade keine Herzen hier. Alright. So, jetzt lag ich das schon schnell ein und dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich gleich runter hier. So. Und so. Und jetzt haben wir wieder 20 Dollar verdient. Vorige Folge habe ich nicht auch. Tobs hat irgendwie gesagt, ja, ich darf bei Ihnen nicht Dings, ihr habt nichts zeigen. Und wo ist jetzt schon wieder meine Hangglider hin? Hangglider? Böse Hangglider? Wo bist du hin? Schon wieder weggegangen. Hä, hey, wo ist dein Hangglider hin? Ist er hier drinnen? Nee. Hä, wo ist mein Hangglider hin? Leute, ich bin dumm. Der Hangglider ist in mein Inventar. Ich weiß nicht, wie ich da. Ich weiß nicht. Ich glaube, der wird irgendwie unsichtbar nach der Zeit gefühlt oder habe ich irgendwie übersehen. Genau. Nämlich, wollte ich jetzt eigentlich runtergehen zu den guten alten Dings hier. Und was ist das für ein Vieh hier schon wieder? Bam, bam. Oh. So. Und ich wollte auch schauen hier. Weil, ihr könnt euch in den Kommentaren schreiben, was ich hier für Dings machen soll. Oh, jetzt habe ich gerade die Tür zugemacht. Was ich hier oben noch bauen soll. So. 7. Was hier oben noch bei dem Balkon oder so, wie man sagt, noch bauen soll. Finde ich richtig cool. Ich finde das einfach richtig cool hier. Okay, dann lass jetzt mal runterschauen. Hier irgendwie. Aber ich finde mein Turm ist einfach mega nice. Und hier vorne ist auch Dings. Alrighty. Genau. Nämlich wollte ich jetzt noch schauen zu meinen guten alten Dings hier. Ob ich irgendwie am Spawn aufhängen kann. Vorher wollte ich auch sagen, hier hast du 30 Punkte Job hier für den saftigen Merch hier. Yo, mei. Und nämlich, gibt's hier, wieder, so, also, was ist wieder? Gibt's hier nämlich eine Tasse hier, eine saftige Tasse. Leute, ihr müsst die Tasse einfach in echt sehen. Die sieht mega nice aus. Und, die ist auch innen blau hier und der, Henkel, glaube ich, nennen wir das, ist auch blau. Und genau, das Federgesagt, das Federmäppchen ist hier auch ein Federmäppchen. Das Federmäppchen, Federmäppchen. Falls ihr in die Schule geht, könnt ihr das Federmäppchen kaufen. Dann könnt ihr eure Stifte da reinpacken und sieht auch nachher nice aus. Und ich habe hier auch den Franzenpulli gerade an. Also, wie gesagt, hier im Hintergrund sieht man auch. Wie gesagt, das ist 30 Punkte Job für verschiedene Farben auch. Und, ja, wie gesagt, das ist 30 Punkte Job. Genau, jetzt wollte ich nämlich zu den Dings hier schauen. Und, genau, ob ich nämlich hier. Und was ist das? Hallo? Jetzt abschießen. Ein Creeper. Ein Creeper, oh man. Oh, das ist wirklich ein Creeper, oh man. Und dann der Spawn Creeper. Creeper ist nicht gut. Und dann das Ding Spawn Creeper. Oh, oh. Nein, nicht böse Creeper, oh man. Creeper, oh man, nein. Als ob das Creeper spawnt. Oh, ganz knapp, Leute. Oh, oh. Das wollte ich nicht. Meine Beer Traps. So, machst du Damage? Jetzt macht kein Damage. Ah, es war ein Creeper. Oh, oh. So. Bam. Alter, aber die Creeper sind richtig OP. Das ist so ein Alien-Dings. Es waren richtig viele. Ich glaube, es wird aggressiv oder so. Oh. Die dürfen nicht explodieren. Böse. So. Ich will auch keine Pflanzen hier zerstören. Nice, okay.
Wir kriegen noch XP, das ist relativ gut hier. Ich bin gerade upleveled irgendwo. Wo ist es? Sind noch mehr? Oh! Nicht explodieren! Hier ist noch eins. Lol, hier ist ein Super Creeper. Leute, hier ist ein Super Creeper. Galok Shadowed, 2 Sterne, was? Was? Okay, dann ist gestorben. Das wollte ich. Okay, hätte ich sicher ein Special Item gekriegt. Eigentlich können wir den. Aber wie viele Herzen hat das bitte? Eigentlich kann ich hier den zum Creeper beschwören benutzen. Creeper. Ich brauche noch einen guten Creeper. Einen ganz guten Creeper hier, der mir irgendwelche guten Sachen liefert. Ich will es nicht killen eigentlich. Doch so ein 2-Sterne-Creeper wie gerade eben. Dann weiß ich, wie hoch die Chance ist, so einen guten Creeper zu kriegen. Nur eine Creeper habe ich gerade geslow. Aua. Au, noch ein Creeper. Außer. Okay, zum Glück zerstören irgendwie nichts. Außer. Und so. Oh. Nicht explodieren. Ich könnte eigentlich das Dings. Ah, ich kill das jetzt einfach, wisst ihr? Oh, hier ist ein. Super Creeper. Nicht explodieren, einfach nicht explodieren. Einfach der Super Creeper darf man nicht explodieren, okay? Dann haben wir alles geschafft. Müssen die Creeper nur irgendwie killen? Okay, der hat schon relativ wenig Leben. Okay. Der Creeper darf nicht explodieren. So. Der Creeper darf einfach nicht explodieren, Leute. Wenn wir den killen, das sind 2 Sterne. Kriegen wir extremes OPs. Starting extrem OPs Stuff hier. So. Das Ding ist, der Ninkin. Oh. Nicht explodieren. Böser Creeper. Ich glaube, er. So. Und so. Aber wir haben ihn gleich, Leute. Habirger-Dings. Und schnell weg. So. Ich ziehe irgendwo anderen. Das ist die ganze Mühe umsonst. Ich hoffe, das Alien spawnt nicht nochmal mehr Creeper. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein Event, dass so Aliens kommen. So ein UFO oder was es war. Nicht explodieren lassen. Komm, Creeper. Er ist gleich tot, Leute. Ich bin echt gespannt, was wir für Items von denen kriegen. Vorne ist immer noch UFO. So. Oh, nicht explodieren lassen. So. Und so. Und so. Gleich haben wir ihn, Leute. Okay, wir müssen wieder Critical Hit machen. Er ist gleich tot, Leute. Ein Schlag noch. Er ist down. Oh mein Gott. Sonst alles ist richtig gut, okay? Novize. Okay, ich habe irgendein Dings gekriegt. Control 2. Jetzt ist die Frage, was macht Control 2? Control 3, Control irgendwas. Was macht Control? Leute, wenn ihr das wisst, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Control, aber Thorns, richtig cool. Könnt ihr euch noch einen Creeper beschwören? Aber ich glaube, das ist viel zu zeitaufwendig auch hier. So. Jetzt kommen wieder ein paar Creeper nach hier. Wir können eigentlich richtig XP farmen. Gunpowder auch, gell, für TNT. So. Easy peasy. So, easy peasy, so. Nice, das heißt. Ich glaube, ich kill jetzt. Bin auch gespannt, was ich hier. Oh nein, das spawnen wieder Dings. Böse. Oh, oh. Wie viel Leben hat das denn bitte? Oh, der hat Creeper doch gerade irgendwas gedroppt. Okay, das ist explodiert. Hat irgendwas gedroppt, Totem auf Free Killing, hä? So. Stirb doch endlich. Jetzt kommt wieder Creeper. Ist down. Was hat der gekriegt? Noch ein Creeper? Nice. Hast du gekriegt? Noch ein Novize-Book. Aber was ist das für ein Buch? Kann ich irgendwie benutzen? Nee. Mana Cost, Bubble Fire. Ich glaube, ich muss irgendwie Creeperonia Realmstone, was auch immer das ist. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hoch. Oder warte mal. Ich könnte eigentlich jetzt mal zum Shop gehen. Ich habe 42 Gunpowder, Leute. Oh mein Gott, okay. Ich gehe jetzt erstmal hier wieder zum Shop. Und hier ist meine wundervolle Dings hier. Davor muss ich es noch abbauen. Oh oh. Ich habe so eine Spitze gehabt. Oh nein, jetzt haben wir nur eins. Egal. Ich glaube, die kann man auch safe. Kann man die craften? Ich glaube, die kann man craften, safe. Böser Golem, nicht Golem, Dings hier. Windrune. Ich glaube, Windrune ist der coole Magie-Mod, nämlich. Das gibt auch den anderen von meinem Stab da. Alright. Hat schon irgendwer bei mir eingekauft, ist die Frage. Leider noch nicht. Und hier wahrscheinlich auch noch nicht. Okay. Rieb er ohne. Und hier ist auch das Dings. Okay, stellen wir es erstmal beim Shop hier auf. Machen wir eine Workbench. Und diesmal, Leute, werde ich jetzt nicht. Ich mache es gleich bei mir drinnen, ja? Also, euch nicht aufregt, ja, der Julian, der haut das Ganze, die ganzen Workbenches in den Fluss, Junge. So, das heißt, ich mach einen, mach Sticks, mach ich einen Sound, das ist cool, das sieht, und hier einfach drauf, so,
Genau. So, das heißt, ich baue direkt daneben hier ein Dings her. So. Und so. Bam, bam, bam. Und hier könnte ich die eigentlich jetzt aufhängen. So. Eigentlich sollte es passen hier. Ich könnte jetzt eigentlich noch ein paar mehr Schilder machen, dass das schöner hier aussieht, eventuell. So, 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 so. Ein paar mehr Schilder und bam. Jo, mei. Und genau währenddessen wollte ich doch hier reden darüber. Weil ich habe halt Weihnachtsferien und das wird richtig cool. Da werde ich auch viel mehr streamen. Also wie gesagt, checkt immer, aktiviert die Glocke immer. Das war der Geschäfts... warte mal, ich muss das so machen. Checkt die Glocke unbedingt, also aktiviert die Glocke unbedingt. Also keine Livestream verpasst, weil Livestream ist immer cool. Ich habe da immer viel Spaß. Das wollte ich sagen, aktiviert die Glocke, wollte ich schon fast schreiben. Business. Und wisst ihr was, Leute? Schau mal, Geschäftsangebote. Angebot. Ich mache aber das Angebot, weil das eh geht sich nicht mehr aus, ja. So. Und so. Dann kann ich das Dings auch gleich claimen, weil ich habe ja noch. Warte, den Sound, den. Wo schmeiß ich den? Wisst ihr was, Leute? Ich schmeiß den Kopf in Tubs den Kopf rein. Wisst ihr? So. Tubs. Ich weiß, ich mache in Tubs den Zaun rein. Ist mir jetzt auch egal eigentlich. So. Jo, mei. Und weiß ich, was Tubs hier auch neue hat oder so? Oder ist? Ich war bei ganz Leuten eigentlich. Beim letzten, wo ich war, war eigentlich. Dings hier. Flo. Und ich schau mal bei Izzy, weil der hatte irgendwie hier einen neuen Dings. Ist immer noch mein Dings von letztens, aber der hat noch nichts drin im Shop, gell? Alles klar. Alright. Dann schau ich jetzt erstmal, weil ich habe. Warte mal, ich muss erstmal schauen hier wegen dem Questbook. Wenn ich ein Book Quest. So. Kann ich das jetzt claimen? Habe ich schon claimed? Genau, das habe ich schon claimed. Alright. Genau, Taschengeld habe ich auch schon 100 Dings nur durch Shops. Also durch ein Business, sagen wir es so. Gemacht praktisch. Mit dem kann ich ja gleich zwei Chunks hier kaufen. Nämlich, so. Das ist 1 und 2. Und, ich weiß nicht, ich glaube, angreifen tue ich eh demnächst nicht. Also kann ich erstmal 1 und 2. Und jetzt habe ich, vier Chunks. Das heißt, ich gebe es wieder rein. So, jetzt habe ich zwar nur $45, Leute. Aber keine Angst, es ist alles gut. So, Champbags können wir eigentlich öffnen. Champbags. Da kann richtig viele Shiny Rocks oder steht da drinnen sein. Kann ich irgendwie öffnen? Oh, Creeperonia Tokens. Oh, was sind die denn irgendwie? Was weiß ich, weg? Ich meine, Blume. Ich kann Blume eigentlich platzieren draußen. So. Ich weiß nicht, was die Dings bringen hier. Noch irgendwas habe ich gekriegt. Ah, okay, warte mal. Was weiß ich, weg? Redstone. Redstone braucht keiner, Leute. Wer braucht Redstone? Deepland Tokens. Ich glaube, mit denen kann man traden, nicht? Beim Lottermann, oder? Nee, Lottermann nicht, aber bei irgendwelchen anderen. Ich geh mal zum Dorf hier. Weil im Dorf hat man ja irgendwie trainen können, oder? Ich denke schon. So. Alright, genau. So, und wie gesagt, hier Fanarts auf Jonas33-Official bei Instagram. Jo, mei. Zweiter Link in der Beschreibung, jo, mei. Genau, nehme ich beim Dorf hier. Ich muss noch beim Dorf, also ich muss noch einen gescheiten Weg hier hin machen. Ich habe beim Dorf, das habe ich noch gar nicht gezeigt, so einen Weg gemacht. Und, muss ich noch einen gescheiten Weg machen. Wir waren noch ein paar andere Leute irgendwo. Ne, zum Beispiel, einer hat hier nämlich mit Gems getradet. Das ist der. Creeperonia Realmstorm. Okay, da kriege ich nichts Token. Ist der tauscht die um, oder? Paka Easier. Realmstorm, aber kein Creeperonia, oder? Das Dina habe ich. Deep, nee, warte mal. Dystopia, Abyss. Aber ich habe Tokens. Leute, was mache ich mit Tokens hier? Kann ich mit Tokens irgendwie. Oh. Der Trader, glaube ich, mit Tokens, stimmt's? Ne, ist ein ganz normaler Villager. Hey, irgendeiner von den Villager hat hier mit Tokens getradet. So, hast du mit Tokens getradet? Das ist der Creeperonia-Dings, oder? Nee. Creeperonia. Hier, das Topia. Ramstone. Krieg ich 6 Silver Coins, aber ich weiß nicht, ob es sich springt, Leute. Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, ich spaß aber erstmal. Oh, hier, genau, 6 Silver Coins. Soll ich das aufsparen oder soll ich den traden? Weiß ich, könnte mir in den Kommentaren schreiben. Und, also, Assassin? Google. Didn't see the coming. Und Lottermann? Okay, Shiny Box. Okay, 7 Gold-Dings brauche ich immer noch. Apropos Lottermann. Ich habe ja auch noch, warte ich mal so. Habe ja auch noch den Fritz drinnen. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was ich mit Fritz noch machen soll. Alright. Dann will ich jetzt auch sagen, das war's für die Folge. Und bitte die komische Creeper-Invasion oder so, was auch immer das war hier. Alright. Dann gehe ich nochmal hoch hier. Am besten gehe ich ja noch da drüben hoch. Und, so. Ich, hier für den einen Typen hier. Aber warte mal, den habe ich noch gar nicht gezeigt, gell? Warte, ich muss halt.
weil ich so viel Stress gehabt habe. Zeig euch noch was. So. Nämlich habe ich noch so einen Typen hier ganz hinten, Leute. Nämlich dieser Typ, habt ihr noch entschieden hier, wann die wie der heißen sollen. Wie gesagt, der ist 30 Stunden für heutigen Fanzelmatch. Ihr habt euch entschieden, wie der heißen soll, Leute. Wie wenn Geschäftsangestellter, wie man sagt, heißen soll. So, 6. Ne, 5 war da, mein Stock. 5 ist der Hauptstock. So, mach ich. So, ich muss um den nächsten hier so ein Dings machen. Nein, oh. So, 6. Und genau, hier im 6. Stock ist ja nämlich beim Business-Raum. Und hier ist mein Manager. Manager, schau mal her. Manager, hallo, geschlafen. Hier ist mein Manager, den haben wir in der vorigen Folge gefunden hier. Und ja, der hat jetzt so ein kleines Büro und hier steht auch ein Manager. Das ist mein Manager, er kann zwar noch nicht reden und er kann auch noch nicht, also er hat noch keinen Namen. Also schreibt unten in die Kommentare, was für einen Namen ich den geben soll. Und ja, es ist ein richtig cooler Lüftungsdings und hier sind solche, wie soll ich sagen, solche Gardinen, nicht Gardinen, wie sagt man so, solche Vorhänge, mehr oder weniger, sagt man in Österreich. Also in Deutschland auch. Auf jeden Fall ist es eben ein Dings hier und ja, da würde ich jetzt auch sagen, das war's für die Folge. Aber ich gehe mal noch hier auf den 7. Stock. Ja, ganz grün aussieht, ganz Mai aussieht. So, nämlich, wie gesagt, das war das Like da für mehr hier. Dann kann ich mich noch hinstellen. Hier, saftig Ausblick. Das Like da und aktiviert die Glocke für mehr Minecraft Apollo. Mir macht gerade Apollo einfach mega Spaß, vor allem hier. Ich finde den Stock hier einfach mega, mega cool. Und ja, ich kann vielleicht demnächst schauen, was ich mit Ezio so aufnehme. Also schreibt in den Kommentare. Und ihr habt doch gesagt, der Ding ist radioaktiv oder so. Also muss ich auch noch irgendwie demnächst schauen. Wie gesagt, lasst ein Like da. Und aktiviert die Glocke und schaut dir das Stressbuch-Job vorbei, weil der Dings, der Merl ist einfach mega nice. Ich bin gerade runtergeflogen. Wie gesagt, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und Tobs stinkt und ciao!